Ich sitze hier mit Eva Schneider und Marina Kellner von Inspired Social Media. Marina ist gerade bei InderHash ausgestiegen. Du warst vorher wo? Bei Mediacom Schweiz. Bei Mediacom Schweiz. Ihr macht jetzt euer eigenes Ding. Was genau macht ihr denn? Wir haben eine Full-Service-Social-Media-Agentur gegründet. Schwerpunkt schon eher Facebook und Instagram, Content-Produktion, also für organische Kanäle, aber auch für jegliche Ad-Formate, Instagram-Story-Ads, Facebook-Ads, alles, was man in dem Bereich an Ads schalten kann. Im Social-Media-Bereich ist ja einiges in Bewegung. Es kommen ständig neue Plattformen auch, die so wieder so eine neue Geschichte reinbringen. Was ist eigentlich momentan so State of the Art? Was müssen Marken machen? Ja, definitiv Instagram und das natürlich mit uns, ne? Also ganz klar, es geht halt wirklich um engaging Content, ja, also wirklich auch eine gute Bildsprache und was man nicht vergessen darf, eben auch auf Instagram und Social Plattformen herrscht dort auch eine Corporate Identity und das können wir den Kunden verpassen, plus einem guten Sales Funnel auf Social und dann ist der Kunde auf jeden Fall gut aufgestellt. Jetzt aber mal mit ein bisschen weniger, was ihr alles machen könnt. Wie muss denn Content auf Social Media sein heute? Also muss es immer ein Bild sein, muss es immer ein Video sein? Wie kann ich mit Content auf Instagram oder Facebook arbeiten? Der Content muss natürlich snackable sein, ne? Also das heißt, kurze Frequenzen, gerade wenn wir jetzt über Instagram und Facebook sprechen, das ist ja etwas anderes als YouTube. Dort wird die Content-Produktion eben anders vorangetrieben und anders produziert, ganz klar. Und genau, kurz und knackig, muss halt Mehrwert bieten, ganz klar. Man sollte nicht so sehr über die Marke sprechen, sondern wirklich Mehrwert bieten können. Jetzt ist gerade Facebook in den letzten Jahren immer mehr so, hat sich in Richtung einer Klowand entwickelt, stammt nicht von mir, Jean-Rémy von Matt, aber der bezog es aufs ganze Internet. Also, Brand Safety ist da sicher auch ein Gesichtspunkt. Es gibt Unternehmen, die in Messenger abwandern. Ist das für euch auch ein Thema? Man sieht halt so ein bisschen, dass Facebook da wirklich auch an Relevanz verliert und Instagram gewinnt. Da hat man schon ja über den ganzen Screen den immer für sich alleine. Das Thema Brand Safety kommt da halt nicht so hoch. Und also ich würde sagen, Klowan, weiß ich nicht, ob ich so weit schon gehen würde. Man kann durchaus über Paid-Ad-Formate und als Funnel-Einstieg auch noch bei Facebook einsteigen. Aber sonst sehen wir schon halt, dass viel auch Richtung Instagram sich einfach entwickelt. Und nochmal Messenger, WhatsApp und sowas, würdet ihr das auch machen? Das ist nicht unser Steckenpferd. Also es gibt da genügend andere Anbieter, zum Beispiel What's Broadcast, die machen das schon sehr, sehr professionell. Ihr seid seit 1. September am Start. Wir drücken euch die Daumen. Alles, alles Gute und viel Spaß noch auf der Demexco.